Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. So Leute, Tacheles, Moinsen, hi hi, hallo, bla bla, möp möp. Willkommen bei Seth Games and Rock'n'Roll. Ich bin schwach geworden. Ich habe mir jetzt meinen allerersten Hero Mech gekauft. Oh ja, so sieht's nämlich aus. Und hoffe, das war keine Fehlentscheidung. Also ich bin noch nicht so ganz so zufrieden mit dem Bild, den ich mir jetzt zusammengebastelt habe. Ist jetzt eigentlich auch die erste Runde, die ich damit zocke. Aber das könnte insgesamt eigentlich besser zusammengebaut sein. Ich müsste vielleicht, glaube ich, noch eine langsame XL-Engine holen oder so. Das wird aber nochmal 4 Millionen Credits kosten und das ist so fucking viel Kohle. Auf jeden Fall, jetzt habe ich ihn erstmal ausgestattet. Also was zusätzlich drin ist zu dem, womit das Ding sowieso rumläuft. Also ich habe mir den Ilya Murome geholt. Ilya Murome, Murometz, ach, whatever. Den gibt es im Moment hier runtergesetzt und da bin ich halt, wie gesagt, schwach geworden. Zusätzlich zu der XL-Engine, sowas, was da drin steckt, hat er Double Heatsinks spendiert bekommen, sowie Endo-Steel. Damit ich mir 3 Ultra AC5er in das Ding platzen kann, mit 100 Schuss, also eigentlich nicht wirklich viel, und 2 Large Laser. Und ja, ich bin halt, wie gesagt, ein bisschen noch nicht so ganz überzeugt, dass der Build so richtig rocken kann. Einfach auch mitunter aufgrund der geringen Munition, die das Ding da so drin stecken hat. Schauen wir uns doch mal eben den Hunchback an. Ach Mann, jetzt läuft er einfach an mir vorbei. Rüpel. Ich bräuchte nämlich eigentlich noch einen 4SP-Screenshot für mein... Ach Mann, jetzt tritt er sich wieder weg, der sagt. Für meine Hunchback-Videos. Um ein paar Thumbnails an den Start zu bringen. Ansonsten gibt es Maglab-Videos, Screenshots. Habe ich mir inzwischen so überlegt. Bis die Third-Person-View kommt, das ist so das Einzige, wofür ich das auf jeden Fall haben will. So zum Glotzen und Screenshots machen. Gibt es, glaube ich, dann oftmals jetzt, es sei denn, ich finde im Kampf was Cooles, Maglab-Videos, Screenshots von den Macs jeweils halt, die ich am Start habe, weil ich gebe mir so viel Mühe, die Dinger anzumalen. Die sehen teilweise, würde ich zumindest mal frei behaupten, echt mega geil aus. Und dann sieht das keiner von euch. Es sei denn, ihr trefft mich irgendwie in-game, aber das ist ja bei der Spielerzahl und bei den Zeiten, wo ich online bin, ja irgendwo eher unwahrscheinlich. Sollte ich eigentlich noch was zum Mac sagen, überlege ich gerade. Prinzipiell hätte ich ja noch genug Zeit, um einfach noch weiter doof daher zu quatschen. Hier wurde zwar gerade schon ein bisschen geschossen, aber so richtig fett die Action ist noch nicht am Start. Ja, ich habe mir die Dinger aufgeteilt auf 2 Waffengruppen, in 1 die Laser, in 2 die Ultra AC5er, auch wenn die Ultra AC5er 2 in der Arme sind und eine im Center, im rechten Torso, rechter Torso, habe ich mir gedacht, dass ich das einfach mal so dabei belasse und nicht weiter irgendwie auf 3 Waffengruppen gehe oder so, um besser rumaimen zu können oder so. Also gemein ist er auf jeden Fall. Oh, das ist ein geiler Sound. Aber wie die Hitze hochwackelt, alter Schwede. Oh, zack, bin ich auch rüber jetzt. Na gut, hier ist es natürlich auch sehr warm auf der Map. Da muss man sich auch immer so geringfügig ein bisschen dran gewöhnen. Ich hoffe mal, dass ich das so halbwegs hinkriege. Aber der Damage-Output, der ist doch ziemlich nice. Aber man muss halt recht gut zielen insgesamt, weil ansonsten ist es echt schnell vorbei mit einem. Komm. Schade, das wäre jetzt mega geil gewesen. Die letzten paar Kugeln nochmal eben auf den Auslöser gedrückt für die Bewaffnung und ihn noch platt gemacht. Das wäre echt fett gewesen. Boah, ich habe ihn sogar doch noch getroffen da oben. Aber kaputt kriege ich ihn einfach nicht. Was soll das? Jetzt endlich ist er umgefallen. Aber ich glaube, ich habe mich zu sehr auf den Kollegen da oben konzentriert. Uah, ich muss echt hart einstecken, Alter. Scheiße, Bein verloren. Lacker hochzieht. Och, das war's jetzt. Ach, ich habe mich selbst gekillt. Überhitzt. Jesus Maria. Damage by heat. Destroyed by overheating. Cause of death. Engine destroyed. Ach, da seht ihr mich. Verdammt, da habt ihr mich gerade zumindest am Boden liegen sehen, mein kleiner Ilya. Das war soweit ganz nice tatsächlich. Also ich bin ein wenig überrascht zugegebenermaßen. Muss mal schauen, ob ich noch an der Hitze schrauben kann. Oder das nächste Video, auf das beim nächsten Video darauf hoffen, dass ich auf einer etwas kühleren Map lande. Insgesamt war das aber echt fett. Oder ich nehme für das nächste Video einen anderen Mac. Für mehr Abwechslung. Ah, oh, ich bin so fucking unentschlossen.
Ich glaube, es gibt noch ein Video mit dem gleichen Bild. Bis gleich, Leute. Ihr wisst, wo ihr hinaus sollt.